Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Let's Play Planet Zoo. Ich hoffe, ich kann alle von euch wieder begrüßen oder viele von euch wieder begrüßen hier beim heutigen Let's Play. Ja, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir hier eigentlich machen. Also, wir hatten auch gesagt, wir machen mal das hier mit diesen Spots so ein bisschen. Und da gehe ich jetzt direkt mal auf Pause, weil dann kann ich die Spots nämlich auch deutlich besser sehen. Und dann gucken wir nämlich mal. Pass mal auf, wir gucken mal hier so ein bisschen. Spots. Da haben wir neue Welt. Das ist nämlich alles eine neue Welt. Neue Welt. Gehen wir mal kurz auf Beleuchtung. Jetzt kann ich nämlich mal gucken, wir haben hier Flutlicht. Jetzt gucke ich nämlich mal, was wir aus diesem Flutlicht Schönes machen können. Das könnte man vielleicht hier hinten platzieren. Seht ihr das? Das ist nämlich ziemlich cool, wenn wir hier so ein Flutlicht dran machen. Das sieht einfach gut aus, ganz ehrlich. Das gefällt mir. Da könnte man auch noch hergehen und so ein bisschen die Lichtfarbe einstellen. Wir können das hier ganz weiß machen oder wir machen das hier mit so einem leichten Gelbschimmer, sowas. Das ist einfach cool. Oder? Ich finde es cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde sowas cool. Aber wir versuchen mal so ein paar verschiedene Sachen, würde ich sagen. Zum Beispiel auch so ein Umgebungslicht. Kann man natürlich auch machen. Und dieses Umgebungslicht ist dann natürlich nicht ganz so hell wie so ein Flutlicht, aber trotzdem auch ziemlich cool. So, seht ihr das? Das ist ziemlich cool, wenn man hier so reinguckt und oder auch durchgeht und hier so ein bisschen Licht ist da hinten. Das ist ziemlich hübsch. Also sowas gefällt mir. Da könnte man auch mal hergehen und das so ein bisschen... Warte mal, wir probieren das mal hier so. Hier hinter diesen Dingern wäre es vielleicht ganz cool. Oder auch hier. Ja, man könnte aber natürlich auch das einfach auf diesen Zaun setzen, hier oben drauf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann hat man hier auch so ein bisschen Umgebungslicht. Man kann aber auch, und das ist das Coole dran, man kann ja, eigentlich kann man ja alles drehen hier, ne? Das heißt, wir könnten ja einfach hergehen und könnten sagen, okay, wir nehmen so ein Flutlicht, platzieren das, dann nehmen wir das und drehen das so ein bisschen. Auf die Schräge, so zum Beispiel, und dann kann man das so ein bisschen hier nach unten bringen, so, und dann könnte man das natürlich mit einem Felsen oder so einbauen, das wäre natürlich kein Problem, oder ja, irgendwo im Gehege kann man, also man kann vieles machen, um das Flutlicht dann ordentlich hier einzubauen. Aber das wäre halt ziemlich cool. Also da kann man auf jeden Fall ziemlich viel damit machen. Aber auch die Spots gefallen mir richtig gut. Also gerade der hier gefällt mir echt gut. Und davon würde ich gerne noch mehr machen. Also hier zum Beispiel würde ich gerne noch einen draufstellen, der dann vielleicht eher in die Richtung zu der Palme hier leuchtet. Oder, warte mal, können den auch hier draufstellen. So. Und dann nehmen wir den Spot und drehen den ein bisschen. Genau. Muss mal kurz gucken. So, dann könnte man den Baum hier anleuchten oder das Gebüsch hier anleuchten. Oder wir drehen das so und leuchten dann die Palme von hier aus an. Das wäre auch möglich. Dass man das so ein bisschen macht und dann den hier so ein bisschen, ja. Muss man ein bisschen aufpassen, wie man es macht. Aber so könnte das nämlich gar nicht so schlecht sein. So, dann haben wir hier nämlich einen Spot, der die Palme von hier anleuchtet. Zack. Und dann könnte man noch einen Spot hier unten oder hier oben auf der Ecke machen. Mal kurz gucken. Gehen wir mal hierher und duplizieren den mal. So. Das sieht nämlich auch gar nicht so schlecht aus. Also, ihr seht schon, man kann hier echt viel machen mit den Spots. Das ist schon ziemlich cool. Machen wir mal ein bisschen so. Platzieren wir den direkt hier auf der Ecke. Und natürlich können wir auch die Lichtfarben so ein bisschen ändern. Zu so einem schönen Rot zum Beispiel hier kann man machen. Dann haben wir hier ein Gelb. Und hier können wir von mir aus noch, ja keine Ahnung, ein Blau machen zum Beispiel. So ein Blau wäre natürlich cool. Oder wir machen es ganz krass, so ein Lila oder so.
Sowas. Ist so ein bisschen cool, oder nicht? Also ich find's schon ziemlich cool. So. Ja. Das gefällt mir. Dann wird die Bäume hier so ein bisschen angeleuchtet. Das finde ich cool. Und dasselbe können wir natürlich auch in anderen Gehegen machen, wie zum Beispiel bei den Vavaris können wir da. Oder Vavaris heißen die. Oder nur Varis. Ich glaube, die heißen nur Varis. Da können wir das natürlich auch machen. Da müssen wir aber immer gucken, wie wir das machen, damit es ordentlich aussieht. Da drehen wir den mal kurz. So. So, das ist nämlich ziemlich... Also ich finde die Spots mega cool, ganz ehrlich. Ich weiß zwar nicht, ob die das im echten Zoo auch so machen würden, weil ich glaube, das würde die Tiere ein bisschen nerven. Aber ich finde das ziemlich genial. So, mal gucken, was können wir hier lichttechnisch bewegen. Können wir vielleicht so ein bisschen... Ja, blau ist nicht so cool. Aber rot ist halt ziemlich cool. Das ist echt cool. Und dann nehme ich den hier nochmal, dupliziere den und hole den mal hier rüber. Ja, dann platziere ich mal hier drauf. Hier so. Zack. Dann muss ich den nur noch ein bisschen drehen. So, zum Beispiel. Ja, super cool. Machen wir hier noch eine andere Farbe, zum Beispiel ein schönes Grün. So, oder ja, wir können es auch ein bisschen dunkler machen, das Grün. Mir ist auch so. Ihr seht schon, man kann hier einiges machen, so ein bisschen ja, beleuchtungstechnisch arbeiten. Was wir aber auch machen könnten, ist hier so ein bisschen mit einem Spot arbeiten. Das kann man hier wahrscheinlich sogar verdammt gut machen. Warte mal, da probiere ich mal was. Bau. Nein, nicht das Umgebungslicht, sondern den Spot. Ich muss den mal nicht an Oberfläche ausrichten. Auch nicht... Positionsausrichtung. Ja, ich mache das mal kurz. Moment. Gucken wir mal. Ich drehe den mal so nach oben. Dann bringe ich den mal hier so nach unten. Hier so drauf. So, dann ist das hier so ein bisschen eingelassen. Und dann platziere ich da gleich noch ein paar Felsen drumherum. Und ihr seht schon, das ist gar nicht so schlecht. Das ist echt gut. Da könnten wir noch einen machen. Ich dupliziere den mal. Und mach mal hier oder so ein. Hier zum Beispiel ist das ganz cool. Und vielleicht da drüben auch noch einen. Irgendwo hier so. Ja, hier so zum Beispiel. So, ja. Und dann kann man hergehen und hier so ein paar Steine nehmen. Ich suche mal kurz einen kleineren. Hier so ein. Duplizieren. Und dann bauen wir das hier so ein bisschen ein, nämlich das Licht. So. Zack. Duplizieren, bisschen drehen. So, machen wir hier. Ah, das ist nicht so einfach. Ja. So, duplizieren, drehen. Bisschen ablassen. So, hier. Dann nochmal duplizieren, drehen. So nicht. So ist besser. Auch nicht perfekt. So ist ganz gut. So. Und dann dupliziere ich den hier nochmal. Und drehe den mal in diese Richtung. So. Seht ihr, wie ich meine? Dann kann man das hier so ein bisschen... mit den Steinen einpflanzen bzw. reinsetzen. Sieht dann, glaube ich, ganz gut aus. Das da bringe ich ein bisschen nach hinten. So, dann haben wir hier nämlich ein bisschen Platz. Dann suche ich mir mal einen anderen Stein. Um das mal ein bisschen anders zu machen. Der nicht. Aber der hier ist gut. Den nehme ich mal. So, dann machen wir mal so. Und so.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ihr seht schon, das kann man echt gut machen. So. Dann dupliziere ich den hier nochmal und drehe den mal. Bisschen nach oben. So. Jetzt haben wir das nämlich ziemlich gut eingebaut, würde ich sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen optimieren kann, ist hier. Hier. Dann daneben nochmal. Ja, duplizieren. Und hier nochmal. So, jetzt ist der nämlich ziemlich gut eingebaut, der Spot. Und der bringt natürlich jetzt das Licht hier oben schön gegen den Baumwipfel. Das heißt, wenn die Leute hier unterwegs sind, sehen die auch ein bisschen was im Gehege drin, was da passiert. Und das idealerweise ein bisschen ohne die Bewohner des Geheges zu stören. Das sollte natürlich, darauf sollte man natürlich achten, dass man die Bewohner vielleicht nicht so stört. Ich weiß aber effektiv nicht, ob das jetzt eine Auswirkung hat, ganz ehrlich. Da könnt ihr mal, mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das besser wisst, ob das eine Auswirkung auf die Bewohner hat. Dann sollten wir das vielleicht ja, nur begrenzt einsetzen. Aber wenn das keinerlei Auswirkungen hat, dann kann man hier ordentlich mal ein bisschen beleuchten. Muss man aber auch nicht übertreiben, finde ich. Also man muss jetzt nicht jedes Gehege krass so bearbeiten, ganz ehrlich. Dass wir hier extreme Beleuchtungen haben oder so, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen zu krass. So. Ihr seht schon, das verbraucht ja auch ziemlich viel Zeit, sowas zu machen. Aber ich finde es trotzdem enorm cool. So, und dann hier nochmal vielleicht auch ein bisschen höher setzen, den Stein. So. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann hier vielleicht auch nochmal einen höheren. So. Dass wir hier so ein kleines, so eine kleine Kuhle haben, wo der Stein drin, wo die Beleuchtung drin liegt. Ich glaube, das passt dann ganz gut. So, und dann vielleicht noch mal einen einzigen noch. Hier, so. Das finde ich schon echt cool. Muss halt auch nicht so sein, dass die Bewohner, also dass die Leute von außen unbedingt sehen, woher das Licht kommt. Das heißt, wir könnten da den Stein vielleicht sogar noch ein bisschen rumziehen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sehen die nämlich hier nur so ein Lichtkegel, aber sehen nicht direkt, woher der Lichtkegel kommt, beziehungsweise können die Quelle jetzt nicht direkt sehen vom Licht. Was ich auch nicht so schlecht finde. So. Ja, dann nehmen wir mal den Stein hier, um das ein bisschen abzuschließen. So. Seht ihr, wie ich das meine? Dann sehen die hier zwar den Lichtkegel, aber nicht die Lichtquelle. Das finde ich ganz gut. Und hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist vielleicht auch nicht ideal, die Lampe hier. Da müssen wir mal gucken. Ja, wobei, das kann man vielleicht sogar tatsächlich so machen. Pass mal auf, wir machen das ein bisschen hier so. So. Ist das von unten so ein bisschen beleuchtet. Und dann nehmen wir hier einen etwas größeren Stein oder so eine Steinplatte mal. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier so eine Steinplatte nehmen und das so machen. Und dann hier so einen größeren Stein nehmen. So. Zum Beispiel. So. Das sieht, glaube ich, sogar gar nicht schlecht aus. Das kann man lassen. Dupliziere ich nur nochmal und ziehe das ein bisschen so nach unten. So. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und dann können wir das hier noch so ein bisschen einbauen mit einem kleineren Stein. Wo haben wir denn den? Da haben wir einen kleineren Stein. Nehmen wir den. So. Platzieren das hier. Und dann platzieren wir die Pflanze mal ein bisschen woanders. Die machen wir mal näher zu dem Baum hin. Sonst sieht das nachher komisch aus, wenn es hier so ein bisschen eingebaut ist, die Pflanze. Machen wir so. Gehen wir her und drehen das nochmal so ein bisschen.
Ja, es gefällt mir noch nicht so ganz, aber ja. Man muss jetzt auch nicht übertreiben, ne? So, dann ist immer mal nicht so pingelig. So, zack. Und nochmal drehen wir das so ein bisschen nochmal ein. Zack. Und dann drehen wir das nochmal ein bisschen ein. So ein bisschen runter. Zack. Und ich glaube, dann passt das schon. Das ist, glaube ich, der letzte Stein, den ich platziere. Wie für den Fall. So. Oder? Ein noch. Ein noch. Einen einzigen noch. Komm. Ein noch hier. Und dann war es das, oder? Ja, ich glaube, das ist gut. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch so ein bisschen beleuchtet. Und ich finde, das sieht schon echt deutlich cooler aus und auch deutlich heller. Kann man auf jeden Fall lassen. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir hier machen. Also hier hätte ich schon gerne irgendwie was richtig Cooles. Aber ich weiß noch nicht, was so richtig cool wäre. Vielleicht so ein Bavarienhaus oder so. Das wäre doch mal eine Idee, dass wir hier sowas machen. Aber da wäre es halt wichtig, dass wir vielleicht das Gelände mal ein bisschen hier hochziehen. Zumindest da, wo die Bahn ist, also die Bahnschiene, dass wir hier das Gelände so ein bisschen hochziehen. Das wäre eine Möglichkeit. So, dass wir hier ein bisschen so. Es kostet natürlich jetzt irre viel Geld, aber ganz ehrlich, wir haben echt nicht wenig Geld. Das heißt, wir können das ganz gut machen hier. So, und dann ziehen wir das hier so ein bisschen hoch. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. So, zack. Dann kann man nämlich da ein super Gebäude reinbauen, glaube ich. So, und dann ziehen wir das auch ein bisschen hoch. Da verkleiden wir das dann mit Steinen, würde ich sagen. Auch im Allgemeinen verkleiden wir das noch so ein bisschen mit Steinen dann. So. Das könnte man dann in der nächsten Folge machen. Da könnte ich mal wieder eine Speedbuild-Folge einlegen, glaube ich. Und dann können wir da ein bisschen was verschönern. So. So. Hier lässt sich ein Tunnel machen, ganz gut, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, das so zu machen mit so einem Tunnel. Müssen wir mal gucken, ob das so gut dann aussieht oder so gut wirkt. Aber bis jetzt finde ich, das ist eigentlich eine ganz gute Idee so. Das so ein bisschen hochziehen. Dann kann man nämlich hier ein super Gebäude hinbauen, wenn wir hier einen ordentlichen Berg angehäuft haben. Das könnte mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. So. Natürlich extrem kostenaufwendig. Also kostenintensiv. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht, wenn wir das hier so ein bisschen abflachen dann. Beziehungsweise ein bisschen glätten. Ob das dann ganz gut aussieht. So. Das gefällt mir vielleicht noch nicht so gut, aber muss ich gleich mal gucken. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu weit drüber kommen. Das mache ich mal noch mal ein bisschen weg. So. Soll ja eher ein Berg sein und nicht so ein Übergang hier oder so ein Erde, die hier drüber steht. Also wir achten hier nochmal drauf. Wir sollten das vielleicht auch Stärke ist hier so. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann kann ich das ein bisschen punktueller einsetzen. Oder ich kann es auch größer machen, dann kann ich hier. Ja, das ist besser. Genau, dann mache ich das nämlich einfach so. Ziehe ich hier jetzt einfach mit Gewalt einen Berg hoch. So. Das glaube ich gut. Ja, das passt. Dann bauen wir hier nämlich ein Gebäude in den Berg rein. Das könnte nämlich ganz cool aussehen. So, hier unten noch ein bisschen aufschütten. So. Zack.
Das wäre, glaube ich, ganz cool. Oder ein Gehege sogar wäre eigentlich auch ganz cool. Ah, ich bin mir ganz, ganz, ganz unsicher. Das ist natürlich das Erste, was wir so versuchen jetzt in dem Zoo. Ich weiß noch nicht, wie das wird. Da hoffe ich mal, dass ihr mir da so ein bisschen sagt, wie ihr das findet oder wie ihr das finden würdet. Kann man natürlich hier so ein bisschen Steine noch hinsetzen, damit da die Bahn so ein bisschen durchfährt. Hier glätten wir das weg. Na, Glätte ist weg. Los, Glätte ist weg, Glätte ist weg, Glätte ist weg. So, dann können wir hier nämlich Steine hinsetzen. Und dann, glaube ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Sogar ziemlich gut sogar. Hier glätten wir das noch ein bisschen weg. So. Ja, doch. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird richtig gut. Das machen wir so. Hier müssen wir noch ein bisschen hergehen und das so ein bisschen nach drin kippen. So. Und dann das wieder wegglätten. So. Sehr gut. Ich glaube, so machen wir das. Und dann gehen wir her. Ich mache mal hier wieder auf Play. Und dann gehen wir noch her und kriegen das hin, dass wir hier so Steine hinmachen. Hier weiß ich gar nicht, ob ich hier überhaupt erhöht haben möchte. Dann müssen wir da später gucken. Aber hier ist es, glaube ich, ganz cool. Dann können wir hier nämlich ein Gebäude reinbauen. Und hier machen wir Steine. Da fange ich auch gleich mal damit an. Da können wir in der nächsten Folge dann weitermachen mit. Aber dass ihr mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was ich meine. Dann nehmen wir mal hier gemäßigt. Und dann haben wir hier diese großen Felsen, beziehungsweise haben wir vielleicht noch größere Felsen. Ja, so große Riesenfelsen haben wir hier. Und die würde ich dann gerne hier so hin platzieren, um hier so ein bisschen, ja, ihr wisst schon, an Oberfläche anpassen. So, um hier einfach so ein bisschen eine, ja, schöne Fahrt mit der Bahn zu ermöglichen. Durch so ein kleines Felsgebiet hier durch oder durch so Felsenschluchten durch. Ich glaube, das könnte ganz cool sein, auch für die Gäste. So, da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass das auch von der Neigung her geht. Ihr seht schon, dass wir hier so ein bisschen die Schienen ankratzen, aber das ist okay. Das ist nicht schlimm. Ich nehme mal eine andere Platte. Ich nehme mal die hier. Der hier mal weiter. So und so und so. 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 Ich glaube, es wird schon deutlich, was ich vorhabe. Man kann jetzt auch hier sehen, dass die Bahn hier vorbeifährt. Dann können die Besucher für den Moment hier rausschauen. Hier gar nicht. Da sehen die gar nichts. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, dass die hier nichts weiter sehen. Das soll ja alles so ein bisschen, ja, eine besondere Fahrt hier durch werden. Und dann könnten wir das Gelände hier so ein bisschen anpinseln mit rauen Felsen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. So, seht ihr, dann können wir das hier so ein bisschen anpinseln und hier einen ordentlichen Übergang mit den Felsen schaffen, die wir hier unten hin platzieren. Und dann ist das, glaube ich, ganz cool. Dann sind die nämlich hier vor so einer Felswand. Und das könnte ganz hübsch aussehen. Wir können das natürlich auch mit glatten Fels machen. Das geht auch. Oder wir lassen es so reinfaden. Das haben wir viele Möglichkeiten, was wir da machen können. Oder auch so punktuell können wir das natürlich auch so ein bisschen einsetzen. Und dann machen wir hier eine Felswand, oder? Also ich wäre dafür, dass wir hier eine Felswand machen. Vielleicht muss man da auch so ein bisschen das Gelände nochmal ein bisschen anpassen, dass wir hierher gehen und sagen, okay, ist vielleicht hier ein bisschen steil über der Bahn, dass wir das hier nochmal so ein bisschen reindrücken. Wir müssen natürlich den Berg so ein bisschen anpassen für die Gegebenheiten, die wir hier haben. Dass wir das ordentlich anpassen, dass das gut aussieht. Aber dann, glaube ich, könnte das eine coole Sache werden, wenn wir hier so einen Berg haben. Das glätte ich mal kurz noch wieder ein bisschen weg, was ich hier gerade rumgedrückt habe. Seht ihr, wie ich meine? Dann haben wir hier so einen coolen Berg und hier könnten wir auch wieder so ein bisschen Felsen aufhäufen, aber halt niedriger. Könnte cool sein. Oder wir machen eben so einen hohen Berg, auch wieder auf der anderen Seite.
vielleicht ja hier so oder so, dass wir hier nochmal einen höheren Berg machen und dann so einen Weg drüber oder so. Das haben viele Möglichkeiten, was wir machen könnten. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben vergebt. Es würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Das ist meistens recht hilfreich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, und dann bis dann. Over and out. Ciao, Leute.